Sternrömer. Ist es nicht ein Prachtexemplar? Vielseitig verwendbar in Hausgarten und Arena. Genug Muskeln und vor allem kerngesundes Haar. Für dieses einmalige Prachtexemplar verlange ich den sensationellen Preis von und was passiert hier gerade? Also Frage Nummer 1, das ist hier wohl ein römischer Sklavenmarkt. Frage Nummer 2, du wirst gerade meistbietend versteigert. Kerngesunden Sklaven aus. Sag mal, woher kommst du? Aus Germanien. Für diesen kerngesunden Sklaven aus Germanien. Das soll ein Germane sein. Germanen sind 2 Meter groß und blond. Na, der ist doch noch nicht ganz ausgewachsen, also gut 50 Sesterzen. Und seht euch mal seine Zähne an. Oh. Nehmen wir das System, nehmen wir das Moment hier. Na gut, ich gebe ihn euch für 30 Sesterzen. 20 Sesterzen! Juri, 10. Ich glaube, dein Marktwert fällt. Hey, jetzt Moment mal, ja? Ich bin ein absolutes Schnäppchenmensch. Schaut mal, ich kann tanzen. Oder, und ich kann Handstand machen, hier. Juri, ja. Ich glaube, du bist ein Ladenhüter. Na gut, ich gebe ihn euch für 5 Sesterzen beim Jupiter und das kleine gelbe Männchen gibt's gratis dazu. Was? Und was bist du dann? Eine Gratisprobe oder ein Werbegeschenk? Also eins ist sicher, Hollywood ist das hier nicht. Ja, Helle, du, alle großen Stars haben mal klein angefangen. Naja, und wir haben schon mal eine richtig schöne Künstlergarderobe. Du meinst, das hier ist eine Künstlergarderobe? Ja klar, was soll denn das sonst sein? Und warum sind dann die Wachen da? Ja, die sind wahrscheinlich hier, um uns vor unseren Fans zu beschützen. Ich meine, du hörst ja selbst, wie die Massen da draußen toben. Ja, ja, wie in einem Fußballstadion. Ich möchte zu gern wissen, was da los ist. Ich meine, um was für eine Art von Show handelt es sich hier? Ja, du, also wir werden es noch früh genug erfahren. Aber vielleicht ist es ja auch etwas, das uns gar nicht liegt. Ja, Hauptsache, wir haben Publikum, ja? Richtig viel Publikum. Wenn erstmal der Applaus losdonnert und alle begeistert aufspringen, dann, weil wir gerade so... Ja, eben. Weil wir was? Also es klingt nicht gerade so, als ob die da Schach oder Hüppelkästchen spielen würden. Naja, Helle, also ganz egal, was wir tun müssen, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.